Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute, wo ich das Video aufnehme, ist wieder Tuesday. Also der Tag, dem ich ja das Entscheiden können widme. Gelb, rot, rot, gelb. Siehst, manchmal kann ich mich nicht so entscheiden. Und manchmal, vielleicht kennst du das auch, schleicht sich ja so ganz leise doch wieder die andere Seite ein. Und das ja an meinem Beispiel ganz kurz erklärt. Ich habe vor schon einigen Jahren mal gesagt, okay, ich werde keine Witze mehr machen, keine Witze mehr erzählen, weil Witze einfach doch meist so sind, dass sie irgendeine Gruppe benachteiligen von Menschen. Ich mache mich lustig über jemanden, ich mache mich besser als jemand anderer und schaue so von oben herab und denke, hahaha. Ne? Und ja, das ist ja auch ein Grund, warum ich Lach-Yoga so liebe, dass wir da eben keine Witze erzählen. Und doch, ja, kommt mein schwarzer Humor immer mal wieder zum Vorschein. Und ja, dann teile ich irgendeinen Witz und eigentlich denke ich, ach, warum hast du das eigentlich gemacht? Du wolltest doch keine Witze mehr erzählen. Ja, und so ja, schaue ich jetzt im Moment gerade mal wieder ein bisschen genauer hin, wenn ja, ich irgendetwas witzig finde an Bildwitz, ne? Und denke, soll ich den jetzt teilen oder lasse ich es lieber? Und ja, letzte Woche habe ich einen schönen, für mich schönen Bildwitz gefunden, wo ich dachte, naja, also eigentlich ist das sowieso unmöglich und damit tut man jetzt keinem weh. Es ist einfach nur, ja, dieses Unmögliche darzustellen, das fand ich so witzig. Da habe ich gedacht, auch das kannst du ja doch immer noch auch machen. Und ja, es kann sein, dass es Ausnahmen gibt von der Regel. Und es kann sein, dass sich aber dadurch auch so leise weinend schnell wieder was einschleicht. Und da ist es gut, wenn du eben darauf achtest. Ja, okay, also du denkst jetzt, was war denn das für ein Witz? Habe ich nicht mitgekriegt. Habe ich auch. Ja, gut, auch nicht jeder ist bei Facebook. Ja, ich habe auch dann jemanden erwähnt, aber wirklich, weil ich denjenigen so gut finde, dass ich sage, der könnte das wirklich auch spielen, diesen Witz. Und ganz kurz erklärt, der Bildwitz sieht so aus, du siehst siehst drei Menschen, die in der gleichen Position sind, zwei haben einen Paragleitschirm über sich, halten sich also so fest, der dritte ist genau in der gleichen Position, hat aber gar keinen Gleitschirm über sich. Und du weißt, naja, das geht nicht. Und dann sagt der eine mit dem Paragleitschirm zum anderen mit Gleitschirm, also eigentlich mag ich keine Pantomimen, aber der ist richtig gut. Und dann habe ich ja meinen absoluten Favorite da, Robert Rivest, erwähnt, weil ich sage, ja, Mensch, den bewundere ich so, der könnte den auch spielen. Ja, dass der wirklich so in der Luft ist und na gut, aber sehr wahrscheinlich könnte das doch nicht lange machen, weil nun mal unsere Erdanziehungskraft da ist. Ja. Und ja, du kannst jetzt eben auch da wieder ja entscheiden, lachst du oder lachst du nicht. Ja. Und deshalb ja, find ich Witze meist ausschließend, weil dann vielleicht eine große Gruppe nicht da über meinen Humor lachen kann. Und deshalb
mache ich das meist nicht mehr. Aber ich habe eben gemerkt, es wäre gut, immer mal eine Ausnahme zuzulassen, weil das in irgendeiner Form ja doch mit drin ist. Damit ist man aufgewachsen und ja, es wäre nur schön, und das mache ich jetzt immer, dass ich, bevor ich sowas dann weitergebe, wirklich genau untersuche, okay, ist da irgendetwas dabei, was dann ja, andere Menschen niedermacht, ich darüber quasi über andere Menschen lache, weil das ist etwas, was ich definitiv nicht will, in der Form, dass ich über jemanden lache, weil er irgendeine Schwäche hat. Eine Stärke, dass ich sage, yeah, dem traue ich das zu, da glaube ich, darf ich gerne auch lachen und mich freuen. Wow, der Robert, der würde das so machen, der würde tschack, so in der Luft hängen, als wenn er einen Paragleitschirm hätte. Ja. Ja, vielleicht kennst du auch solche Situationen und vielleicht magst du dich auch vorher fragen, bringt das wirklich was, diesen Witz weiterzuerzählen? Weißt du, ob der andere genau den gleichen Humor hat wie du selber? Meist weiß man es ja nicht. Und deshalb, ja, wäre es vielleicht doch gut, es ja, ziemlich einzuschränken und lieber sich auf schöne Dinge zu konzentrieren, die man miteinander bespricht. Oder man braucht ja auch gar nicht sprechen mit Menschen, mit denen man sich versteht. Da kann man sich ohne Worte wohlfühlen. Dann braucht man nicht irgendetwas zum Spannungsabbau, weil da Spannung ist, weil da so negative, gegenseitige Pole vielleicht sind. Nein, die brauche ich nicht. Und vielleicht könnte ja auch ein Berühren, ein in den Arm nehmen, vielleicht auch viel, viel besser helfen, die Spannung abzubauen zwischen Menschen. Ja, was meinst du dazu? Lass gerne einen Kommentar hier. Ich freue mich drüber und danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wünsche dir einen wunderschönen Tag der Entscheidungen. Bis dann.